Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Es ist endlich Herbst, es gibt wieder Kürbis. Es ist Zeit, Schinken selber zu machen und Wurst selber zu machen. Und das haben wir heute getan. Wir haben uns hier diese leckere Kürbisbratwurst gemacht. Wie das funktioniert, was wir alles brauchen, könnt ihr euch jetzt angucken. Ich wünsche euch viel Spaß. Für unsere Kürbisbratwurst benötigen wir heute folgende Zutaten. Da haben wir hier glatte Petersilie, dann Hokkaido-Kürbis, eine Zitrone, Salz, Pfeffer. Dann habe ich hier einen Schweinedarm Kaliber 30-32. An Fleisch habe ich einmal einen Schweinebauch, dann einen Schweinenacken. Und dann habe ich hier einmal noch das Gewürz Kürbiskönig. Das Gewürz, das bekommt ihr in jedem gut sortierten Reformhaus. Drinne ist da Kokos, Steinsalz, Rohrzucker, Knoblauch, Ingwer, dann haben wir Kurkuma drin, Paprika, Zimt, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Kardamom, schwarzer Pfeffer, Vanille, Chili. Also das macht sie in der Bratwurst richtig gut. Ist eigentlich für Eintöpfe gedacht und für Suppen, aber wir nehmen es heute für die Wurst. Und als Equipment brauchen wir natürlich wieder unseren Fleischwolf und einmal die Wurstfüllmaschine. Wir werden jetzt wieder damit anfangen, dass wir erstmal unser Fleisch hier nehmen und das Ganze zum Wolfen vorbereiten. Das heißt, wir nehmen uns erstmal wieder den Schweinebauch, schneiden uns solche Streifen hier runter. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir uns erstmal wieder schön die Schwarte runter. Und würfeln uns das in solche Stücke. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir uns hier aus dem Schweinebauch den ganzen Knorpel rausmachen. Und die Schwarte braucht ihr nicht wegschmeißen, habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt. Kann man sich schöne Schwartenchips rausmachen. Wie das geht, zeige ich euch in einem anderen Video. Und jetzt werden wir dasselbe mit dem Nacken machen. Einfach ein paar Scheiben runterschneiden und den dann würfeln. Wenn das solche Stücke sind, sollte das ausreichen. Aber wie auch schon mal erwähnt, achtet darauf, was geht in euren Wolf. Also macht euch die Stücke so groß, dass es gut durch euren Wolf durchgeht. Unser Fleisch haben wir jetzt fertig geschnitten. Ich habe das hier in die Schale reingemacht, schon mal grob durchgemengt. Jetzt werden wir unsere Gewürze nehmen, das heißt den Pfeffer drüber geben. Dann das ganze Salz. Als nächstes nehmen wir dann was von unserem Kürbiskönig. Boah, das riecht so geil. Also wer Bock auf das Gewürz hat, dem kann ich nur sagen, besorgt euch das. Macht sich wirklich in jeder Suppe gut. Und wie gesagt, in der Wurst hier noch besser. So, das sollte auch genügen. Und jetzt einfach alles schön durchkneten, dass die Gewürze überall hinkommen. Das Fleisch habe ich jetzt auch soweit erstmal grob vermengt. Jetzt werden wir uns noch was von der Petersilie hier abschneiden. Na, komm her. Wir werden uns die hier so ein bisschen kräuseln und dann einfach nur mal grob durchhacken. Die geben wir dann zu dem Fleisch dazu und kneten es nochmal durch. Nachdem auch das jetzt erledigt ist, kommt wie immer dieselbe Prozedur. Wir nehmen das Fleisch, stellen es erstmal für eine Dreiviertelstunde bis Stunde in den Gefrierschrank, dass das schön anfrosten kann, damit wir es leichter wolfen können und damit es dann beim Wolfen halt nicht zu warm wird und wir uns damit irgendwelche Keime, Bakterien oder sonst was in das Fleisch holen. Und in der Zeit, wo unser Fleisch jetzt in der Froste liegt, nehmen wir uns hier unseren Hokkaido-Kürbis, werden den schon würfeln. Und einen Hokkaido-Kürbis braucht ihr nicht schälen. Die Schale kann man mitessen. Da sind sogar mit die meisten Aromen drin. Also spart euch die Arbeit. Bei einem Hokkaido-Kürbis könnt ihr alles also komplett verwenden. Es sei denn, ihr habt hier irgendwo so ein paar gammelige Ecken. Die könnt ihr natürlich wegschneiden, aber so könnt ihr den komplett verwenden. Den schneiden wir uns jetzt einmal durch. Zack.
und dann einfach nur solche Stücke runterschneiden, weil das geht nachher komplett mit durch den Wolf. Von daher ist das egal, wie das aussieht. Sie sollten halt nur nicht zu groß sein, sondern so, dass sie mit in den Wolf reinpassen. Das heißt, wenn das so hier ist, wie diese hier, ist das optimal. Auch das ist erledigt. Unser Kürbis steht hier, den stellen wir nur beiseite. Jetzt nehmen wir uns unseren Schweinedarm, werden den erstmal komplett abwaschen, auswaschen und dann für rund 20 bis 25 Minuten in lauwarmes Wasser einlegen, damit er schön geschmeidig wird, damit wir unser Fleischbrät nachher gescheit reinkriegen. Dann haben wir hier auch noch die Zitrone über. Den Saft davon, den werden wir erst nach dem Wolfen in das Fleisch geben, vorher nicht. So, und jetzt mache ich das mit dem Darm. Und damit ihr mal seht, wie so ein Schweinedarm geliefert wird, der kommt hier, wie gesagt, in so einer Tüte, ist einvakuumiert. Wir können jetzt mal zusammen hier reingucken. So sieht das von innen aus. Es ist alles voller Salz. Das wollen wir natürlich nicht an unserer Wurst haben. Deswegen nehmen wir den erstmal, schütten den hier in so eine Schüssel mit Wasser. Und dann werden wir den erstmal einfach nur vom Salz befreien, dass das komplett runter ist. Und wenn wir das gemacht haben, wechseln wir das Wasser nochmal. Und dann seht ihr, die kommen hier so angeknotet. Jetzt müssen wir uns den noch auseinandertütteln, Anfang suchen und gucken, wie lang die Stücke sind. Nachdem wir den jetzt äußerlich vom Salz befreit haben, habe ich jetzt hier einen gefunden. Den habe ich mir komplett schon rausgenommen. Den werden wir jetzt nehmen, hier oben unsere Öffnung auseinanderziehen, dann über einen Wasserhahn machen, den einmal kurz anmachen, dass hier so eine kleine Wasserblase entsteht. Die werden wir dann bis unten bis zum Ende durchdrücken. Somit haben wir den dann auch von innen einmal durchgespült. Dann nehmen wir uns den Darm hier, werden den nochmal in eine extra Schüssel legen mit lauwarmem Wasser, lassen den da noch ein bisschen ziehen und dann sehen wir. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie man so einen Darm zum Wursten vorbereitet. Diese kann man allerdings immer nur kaufen, so zwischen 15 und 30 Meter. Solltet ihr weniger Wurst machen und ihr merkt, Mist, ich habe jetzt noch über die Hälfte über, dann schmeißt den bitte bloß nicht weg, sondern nehmt den. Salzt den wieder richtig ein, zieht den in ein Vakuum, legt den in den Kühlschrank und legt ihn dahin, bis ihr das nächste Mal benutzen könnt. Oder nehmt den einfach vakuumierten ein, portionsweise natürlich, und friert ihn ein. Und so könnt ihr euch immer das raus im Gefrierfach holen, was ihr an Darm für eure nächste Wurstaktion braucht. Jetzt geht's los mit dem Wolfen. Ich habe meinen Wolf schon mal hier hingestellt. An Lochscheibe nehme ich eine 6 mm Scheibe, Schälchen drunter. Unser Fleisch ist gut angefroren. Jetzt werden wir immer ein bisschen Fleisch reinmachen. Und dann abwechselnd immer mal so ein bisschen Kürbis, dass sich das schön vermischt. Und das werden wir jetzt erst einmal komplett fertig durchwolfen. Das Fleisch und den Kürbis haben wir jetzt fertig gewolft. Das schaut jetzt so hier aus. Jetzt als nächstes werden wir uns die Zitrone nehmen, einfach halbieren und den Saft darüber geben. Die Kerne nach Möglichkeit nicht mit da reinmachen. So, und jetzt einfach nur noch mal schön durchkneten, bis wir eine richtig tolle Bindung haben. So, wenn das Fleisch jetzt so kleben bleibt hier an der Hand, ist genug Bindung drin. Die Zitrone haben wir reingemacht, damit wir so ein bisschen Frische kriegen. Das stelle ich jetzt noch mal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, dass das noch mal so ein bisschen durchkühlen kann. Und dann fangen wir an und werden unsere Wurst machen. Weitere 45 Minuten sind rum. Unser Fleisch ist jetzt schön kühl. Ich habe derweil schon mal hier unseren Wurstfüller geholt. Das ist der Celsius Wurstfüller. Den habe ich von Barbecue Toro. Ein Unboxing werde ich euch hier oben hin verlinken. Den habe ich auch mal vorgestellt. Also wenn einer einen sucht, kann er sich das gerne mal angucken. Da werden wir uns jetzt hier unseren Füllzylinder rausnehmen. Uns den so hier hinlegen. Dann werden wir uns das Brät nehmen. Solche schönen Kugeln packen und dann nehmen wir das einfach nur und werden das hier richtig schön reinwerfen, eine Möglichkeit, ohne an der Kante hängen zu bleiben. Und dann werden wir das Ganze andrücken. Dann nehmen wir die nächste Kugel, schmeißen die so da rein und dann drücken wir das schön mit der Hand an.
Das hat einfach nur den Sinn, damit wir so wenig Lufteinschlüsse haben, wie auch nur möglich, damit wir uns nachher nicht irgendwelche Luft in den Darm machen, anstelle von dem Brät. Und das machen wir jetzt soweit fertig und dann geht's weiter. Und nachdem wir unseren Zylinder hier schön mit dem Brät gefüllt haben, nehme ich immer noch so ein bisschen Öl. Öle so leicht hier diese Innenseiten ein, dass der Kolben besser runterfahren kann. Dann setzen wir das Teil ein. Und dann kurbeln wir erstmal so lange, bis die Luft raus ist. Hier oben ist auch so ein Ventil, da drückt er die Luft dann raus. Und dann warten wir. So, jetzt merke ich Widerstand, jetzt müsste es gleich kommen. So, da kommt, seht ihr, und fertig. Das streichen wir ab. Und jetzt werden wir unseren Darm drüber machen. Jetzt im nächsten Schritt nehmen wir uns erstmal hier richtig schön Wasser, werden hier unseren Einfüllkolben richtig schön nass machen, beziehungsweise Tülle. Dann hier unten so ein bisschen was Wasser hin. Jetzt werden wir uns die Öffnung nehmen hier. Die hier drüber ziehen. Und dann werden wir, wie gesagt, hier immer so drehen, dass das schön mittig bleibt hier. Und ziehen den einmal so komplett auf. Wenn das vernünftig gewässert ist, ist das eigentlich gar kein Problem, dann flutscht das von ganz alleine. Nach gefühlten 8 Kilometer Darm ist das jetzt auch erledigt. Er ist auf unserer Tülle drauf. Jetzt müssen wir nur noch das Ende nehmen, einen schönen Knoten reinmachen. Dann den Rest noch hier oben bis auf Anschlag draufschieben. So wie jetzt. Und dann brauchen wir einfach nur anfangen, mit ganz viel Gefühl unser Brät hier in die Wurst zu drücken. Am besten so, dass der Darm von alleine runterflutscht. Und das machen wir jetzt, bis unser Darm alle ist. Unser Darm ist komplett fertig gefüllt. Ihr seht, das ist jetzt eine komplette lange Wurst geworden. Die müssen wir jetzt noch abdrehen. Dazu werden wir uns die immer hier so stückchenweise aus der Schale nehmen. Jetzt haben wir uns hier die zwei unschönen Ecken schon mal abgetrennt. Das sind die zwei Würstchen. Jetzt werden wir uns hier eine nehmen, werden uns hier mal drücken, dass wir hier gleich mal abstechen können. Also abstecken. Dasselbe machen wir hier. Dann haben wir grob das Maß. Dann nehmen wir uns die noch ein Stückchen weiter. Legen die auch wieder dran. Dann machen wir das Ganze hier nochmal. Dann haben wir hier so Ecken. Und dann brauchen wir die eigentlich nur nehmen, wenn wir uns hier gescheit abgedrückt haben. Und dann einfach nur, das müssen wir nochmal üben, so ein bisschen schleudern, seht ihr. Und zack, habt ihr dann hier die Würstchen. Und das machen wir jetzt hier weiter. Hier gedrückt, dann hier wieder gepackt, dass wir sowas haben. Könnt ihr euch auch grob die Länge wieder nehmen von dieser Wurst. Dann haben wir es hier wieder. Und dann haben wir natürlich hier das Ende und hier. Hier packen wir wieder und dann wird einfach wieder nur gedreht. Und schon habt ihr hier eure gleich großen Bratwürstchen abgedreht. Das mache ich fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Abgedreht haben wir unsere Wurst jetzt. Ihr seht, die sehen jetzt so aus, sind annähernd alle gleich lang, sind auch richtig schön prall geworden durch das Abdrehen. Das sind jetzt 16 Stück. Dann haben wir noch die zwei unschönen. Das sind dann 18, weil die sind so ein bisschen labberig, und aber ist nicht schlimm, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Die können wir jetzt noch schön hier abtrennen. Wenn ihr die dann abgetrennt habt und alle schön einzeln habt, könnt ihr die natürlich portionsweise einvakuumieren, entweder einfrieren oder, wenn ihr sie zeitnah verbraucht, dann natürlich nur im Kühlschrank legen. Jetzt werden wir uns aber erstmal die zwei Exemplare hier nehmen, auf den Grill machen und sie dann probieren. An meinem kleinen Campinggrill angekommen. Die Glut ist jetzt, denke mal, richtig heiß. Da legen wir unsere Würstchen auf. Ich
glaube, wie man jetzt ein Würstchen grillt, brauche ich, glaube ich, keinem zeigen. Die werde ich auf jeden Fall jetzt fertig grillen und dann sehen wir uns zum Kosten wieder. Unsere Bratwurst ist jetzt fertig gegrillt. Wir schneiden die jetzt einmal in der Mitte durch und gucken uns die Konsistenz an. Wow, das sieht ja geil aus. Guckt euch das an. Hier die schönen Kürbisstücke durch Isse. Saftig ist er auch noch. Jetzt schneiden wir erstmal ein Stückchen runter und dann probieren wir. So, das gilt es jetzt zu verkosten. Wow. Alter. Also das ist echt der Wahnsinn. Also diese Geschmackskombi von dem süßen Kürbis, die Frische von der Zitrone, die wir drin haben und dann auch die Schärfe von dem Gewürz, also die Chili, die da drin war, das ist mega mäßig geil. Also wenn man Bock hat, so eine Kürbisbratwurst zu machen, macht die nach. Das lohnt sich und ist geschmacklich echt der Hammer. Ihr seht, Wurst selber machen ist gar kein Problem. Man braucht halt ein bisschen Equipment. Das kriegt man aber auch schon für kleines Geld. Dann müsst ihr ein bisschen auf die Hygiene achten. Das ist aber eigentlich auch kein Problem, wenn man da so ein bisschen ein Auge drauf hat. Gerade in der heutigen Zeit, denke ich mal, kommt das selber machen, also das Wurst selber machen, wieder zurück. Wenn ich jetzt diesen Wurstskandal sehe, der da durch die Medien gegangen ist und die Firma ist auch noch 3 Käffer von hier entfernt, das ist dann schon so ein bisschen fragwürdig, was da so läuft. Da fragt man sich dann, ist es in anderen Firmen vielleicht auch so? Deswegen, vielleicht sollte man sich dann doch öfters selber machen, also jetzt Wurst, ne? Also und ja, hat euch das Video wiederum gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar und über ein Abo erst recht. Und dann sage ich, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Michael, ciao.